Loslegen. So, hallo, schön, dass ihr alle da seid heute. Wie die Patricia schon gesagt hat, der Call geht ja heute um Schadstoffe im Alltag. Wir haben mal einige Rezepte zusammengesucht, so ein bisschen in die Richtung eben Putzmittel, was man da alles im Haushalt anders machen könnte ohne Schadstoffe. Und dann gehen wir auch noch mal ein bisschen in das Thema Bad, also auch noch ein paar Beauty-Produkte. Es gibt einfach unglaublich viel in dem Bereich. Also ich habe die letzten Tage ganz, ganz viel auch gesucht und gegoogelt und geschaut, was können wir euch denn alles zeigen. Es gibt so viel. Wir haben wirklich mal nur so einen Teil rausgenommen. Ich glaube, wir können auch in weiteren Calls in den nächsten Monaten vielleicht auch nochmal spezifischer in bestimmte reingehen, also in bestimmte Bereiche, weil es, wie gesagt, einfach unglaublich viel gibt. Aber ich hoffe, wir können euch heute mal einen kleinen Einblick geben. Ich mache den Call eben mit der Oksana heute zusammen, die ist in meinem Team. Wir werden uns so ein bisschen abwechseln, also jeder wird mal so ein paar von seinen Rezepten teilen, die er schon gemacht hat oder kennt. Und ich sage mal ganz kurz was zu mir, weil ich weiß nicht, ob mich alle kennen. Ich heiße Katharina, ich bin jetzt seit Oktober mit dabei. Also besser gesagt, ich habe im Oktober die Öle bestellt. Damals Thema schlechte Haut, Magen, eher ja, vom Stress. Und dann damals die Hausapotheke bestellt über die Patricia und habe dann sozusagen immer mehr das Ganze in meinen Alltag integriert, sehr, sehr schnell. Und hatte dann leider im Dezember nochmal eine schwerere Kopf-OP und habe dann aber auch im Krankenhaus die Öle sehr, sehr viel genutzt, auch wenn es teilweise wirklich so auch eher auf der seelischen Basis natürlich war, was aber mich unglaublich unterstützt hat und auch was die Abwehrkräfte angeht. Und hatte dann danach so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, okay, wow, die Öle können sehr, sehr viel. Da ging es dann um meine Kopfschmerzen, die ich hatte, die ja wirklich sehr, sehr schwer waren, aber habe ich damit wegbekommen bis heute. Wie gesagt, im Winter war ich immer ein-, zweimal krank. Ich war dieses Jahr gar nicht krank. Verschiedene chronische Schmerzen, die ich auch hatte durch Verletzungen am Fuß und so weiter. Also ich habe wirklich viel in den Griff bekommen und habe dann im Januar wirklich gesagt, okay, jetzt, ja, meine Freundinnen haben auch alle irgendwie Lust drauf. Jetzt gucken wir doch mal. Und jetzt bin ich in dem Thema schon ein bisschen tiefer mit drinnen. Und genau, deshalb möchte ich heute eben auch mal ein paar Sachen teilen, die mir in den letzten Monaten und so weiter sehr, sehr geholfen haben. Und ich sage immer, alles, was jetzt Putzmittel, aber auch wir kommen gleich zu Sachen wie, was nehme ich für meine Wäsche zum Waschen etc., alles, was ich irgendwie auf meiner Haut trage oder was ich berühre, geht ja sofort in meinen Körper. Ja? Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie mein Bad geputzt habe und es mit irgendwelchen Giftstoffen, die ja vielleicht nicht so gut sind für mich und ich fasse irgendwo hin, ja, und nehme danach vielleicht irgendeinen Snack und esse den, ja, dann ist es sofort in meinem Körper. Genauso wie man immer sagt, wenn man Kinder im Haushalt hat, ich meine, die Kinder fassen halt überall hin und ja, stecken auch mal die Finger in den Mund, ja, und nehmen so natürlich die Giftstoffe sofort in den Körper auf, was nicht gut ist, ja. Und daher ist es natürlich schön und auch sehr, sehr gut, wenn man das Ganze eben auch in dem Bereich ändert und da vielleicht auch einfach mehr auf die Öle und auf mehr Natur umsteigt. Genau, einfach ganz kurz, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt während der Zeit jetzt, dann könnt ihr gerne schon mal in den Chat unten mit reinschreiben. Die Patricia ist eben auch da, die wird dann, glaube ich, schon mal ein bisschen reingucken und mal schauen, was sie schon beantworten kann. Und am Ende werden wir aber nochmal aufmachen und dann könnt ihr euch auch gerne laut stellen und nochmal spezifische Fragen stellen und so weiter. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, weil ich mir dachte, das ist vielleicht für euch ganz nett. Dann könnt ihr auch euch immer ein bisschen was abfotografieren, wenn ihr möchtet. So, jetzt müsstet ihr wahrscheinlich meinen Bildschirm sehen, richtig? Perfekt, sehr gut. Dann starten wir doch. Genau, giftfreies Leben im Haushalt und eben auch so ein bisschen in den Bereich Bad mit rein. Wir starten mal mit dem Haushalt und den ganzen Putzmitteln. Am Anfang will ich euch mal die ganzen On-Guard-Produkte zeigen. Ich glaube, die kennen einige von euch schon. Das Öl kennen wahrscheinlich die meisten. Ja, das ist hier gar nicht mit drauf. Mit dem kann man aber auch einiges mischen und bei vielen ja, Putzmitteln und so weiter mit nutzen. Aber doTERRA hat auch ein Waschmittel, ja, eine Zahnpasta, Mundwasser, Desinfektionsspray und Handseife. Das alles sind Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, die ja, ich meine, mit Waschmittel, wir tragen die Klamotten, das geht sofort in unsere Haut, ja, genauso wie ein Desinfektionsspray, das wir uns irgendwie auf die Hände geben, ja,
Zahnpasta brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Das geht ja sofort in meinen Körper über, weil wir auch oft sehr gerne natürlich Öle ja auch teilweise tropfenweise, nehme ich zum Beispiel jeden Morgen in meinen Mund. Das geht super schnell in unseren Kreislauf, in unseren Blutkreislauf. Und genauso ist es natürlich auch mit giftigen Stoffen, die wir zu uns nehmen. Ja, ob es jetzt eben, wie gesagt, über eine Zahnpasta ist, über auch eine, ja, Handseife und so weiter. Ja, und da kann man mit den OnGuard-Produkten einfach sehr, sehr viel schon machen und sehr viel Giftstoffe aus dem Haushalt entfernen. Ja. Dann habe ich hier einen natürlichen Weichspüler, weil wie ihr gerade hier gesehen habt, hier haben wir einmal das Waschmittel, aber wir haben da noch keinen Weichspüler mit dabei. Das heißt, hier haben wir einmal einen Weichspüler, den ihr sehr, sehr einfach selber machen könnt. Das heißt, ihr nehmt einfach einmal eine Zitronenschale, nehmt so einen 500 Milliliter Glasbehälter, also einen relativ großen, füllt die Flasche dann halb mit Essig und zwar am besten mit weißem Essig. Also dunkler wäre jetzt nicht so gut für die Wäsche, aber weißer Essig. Und schüttelt es mal gut. Ja, dann gibt ihr noch die ätherischen Öle dazu. Da nimmt man am besten Zitrone, Limette und Grapefruit. Ja, und das Ganze schütteln und einmal kurz einwirken lassen. Und dann den Rest auch nochmal mit Essig auffüllen, also mit dem weißen Essig. Das Ganze ist sehr, sehr schonend für die Klamotten. Und wie gesagt, ihr habt einfach keine Giftstoffe, die sich durch die Klamotten in euren Körper übertragen. Was ich da auch noch für einen Tipp habe, wenn man zum Beispiel, ich sage immer so, Sportwäsche ist ja immer eine Sache, die man nicht mit Weichspüler waschen sollte eigentlich. Ja, das, was ich da mache, ist, in das Weichspülerfach gebe ich einfach 2 bis 3 Tropfen Pfefferminz mit rein. Riecht einfach wahnsinnig gut, macht die Wäsche einfach, ich sage einfach so, es ist einfach nur für den guten Geruch. Ja, und ich finde es auch super angenehm, also wenn man dann zum Sport geht und man riecht nach Pfefferminz und das merkt man auch wirklich sehr stark. Ja. Genauso wie ich auch Lemonöl in meine Spülmaschine gebe. Immer so 1-2 Tropfen, riecht auch einfach, ist einfach für den guten Geruch und ist einfach für das Gefühl, finde ich das sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile so weit in meinem ganzen Haushalt, egal was ich tue, bevor ich etwas mache, denke ich kurz mal drüber nach, könnte ich das eigentlich nicht mit den Ölen auch machen? Und da kommen einem oft mehr Ideen, als man vielleicht denkt. Ja. Matratzenspray. Habe ich letztens das erste Mal ausprobiert. Ich habe so eine, also ich nehme meistens diese Sprühflaschen, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, das ist jetzt so eine 50 Milliliter Sprühflasche aus Glas. Gebt da, also im Prinzip, dann könnt ihr das immer schön auch gleich verteilen, gebt da 8 Tropfen Lavendel rein, 8 Tropfen Eukalyptus und 8 Tropfen Pfefferminz und macht es dann halb-halb mit Wasser und mit Hammermeliswasser. Das Hammermeliswasser, das bestelle ich meistens über Amazon von Nessens. Ich glaube, Patricia kann wahrscheinlich unten mal in den Chat schreiben, wie man das schreibt. Die meisten Sachen, also auch fraktioniertes Kokos, Mandelöl, alles Mögliche. Genau, Oksana zeigt es auch gerade in der Kamera. Diese ganzen Öle und so weiter bestelle ich alle über Amazon und alle von Nessens. Die sind sehr, sehr gut. Genau, und das mache ich dann halb-halb. Destilliertes Wasser und Hammermeliswasser und eben mit den verschiedenen Ölen. Und sprühe das sozusagen, bevor ich auch die Matratze beziehe. Besprühe ich die Matratze damit. Ich muss gestehen, ich mache es dann manchmal auch schon, wenn die bezogen ist. Ja, also jetzt auch mal, wenn ich einfach meine früh die Decke runternehme, sprühe ich das auch manchmal drauf. Ist einfach ein unglaublich guter Geruch. Sodass auch das Lavendel ist halt auch schön zum Schlafen. Ich mag das unglaublich gern. Ja. Und es ist einfach fürs frische Bett. Aber auch wenn man mal so ein Thema, ich meine Bettwanzen, sowas. Ich habe letztens eine Freundin gehabt, die hatte das leider, weil sie das irgendwie aus dem Hotel mitgebracht hat. Und für sowas ist das natürlich auch super. Ja. Dann haben wir das Anti-Stinkefüße-Spray. Ja, ist einfach jetzt im Sommer, finde ich, sehr, sehr gut. Ob das jetzt in den Sportschuhen ist oder ob das auch einfach in den Turnschuhen ist, dass, die man irgendwie den ganzen Tag anhat. Oft auch im Job und man läuft hin und her und so weiter. Man hat auch schwitzige Füße, weil es ist warm. Da finde ich das sehr, sehr angenehm. Kann man ja auch mal dazwischen irgendwie nochmal erneuern, ja, sozusagen. Also da nehme ich auch immer diese Sprühflaschen. 10 Tropfen Lavendelöl, 10 Pfefferminz und 10 Teebaumöltropfen, dann 1/4 Teelöffel von Natron und fülle das Ganze mit Wasser auf. Das muss jetzt auch nicht unbedingt destilliertes Wasser sein, das kann auch ganz normales Wasser sein. Und dann am besten auf die Füße sprayen und also bevor sie in die Schuhe gehen und auch nochmal schön in die Schuhe rein. Das ist einfach auch, ihr werdet es merken, auch für die Füße sehr erfrischend, besonders mit dem Pfefferminz, das kühlt ja auch ein bisschen, wenn man wirklich mal, wenn es jetzt draußen irgendwie echt zwischen 25 und 30 Grad hat, mega, mega erfrischend für auch länger den Tag noch.
Dann, das haben öfters mal ein paar Leute gefragt, für die Yogamatte zum Reinigen. Da habe ich von der Patricia ein schönes Rezept bekommen. Ja. Wieder die Sprühflasche die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe so viele Sprühflaschen mittlerweile. Ich muss die irgendwann kennzeichnen mal. Dann 5 Tropfen Lavendel, Lemon oder Balance. Also ich sag mal so Balance. Es ist halt immer, was ihr natürlich gerne riecht, was ihr da auch gerne mögt. Lavendel und Balance sind ja so ein bisschen beruhigendere Öle, ein bisschen entspannende Öle. Und Lemon ist ja auch so ein bisschen uplifting. Und dann noch Teebaumöl mit dazu. Und das einfach mit destilliertem Wasser auffüllen, also die Flasche. Und dann einfach immer über die Yogamatte sprayen und damit sozusagen die Yogamatte reinigen. Ja, mit dem Lappen einfach mit drüber gehen und die so ein bisschen putzen. Also so mache ich. Wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, ja, weil ich ja da auch ein paar verschiedene schon gemacht habe. Also Teebaumöl ist natürlich immer super, weil nimmt ja auch die Bakterien, sage ich mal, von der Sportmatte. Aber was ihr auch mal machen könnt, wenn ihr die zu Hause mal reinigt und sagt, ihr wollt die mal wirklich so richtig sauber machen, dann ist OnGuard natürlich auch super. Also das ist ja auch ein guter Oberflächenreiniger und das könnt ihr auch mit dem mit destilliertem Wasser oder mit Wasser einfach vermischen und einfach mal so ein bisschen über die Yogamatte oder die Sportmatte sprühen und dann einfach aufhängen und trocknen lassen oder nochmal mit so einem Lappen. Das ist auch eine ganz gute Alternative. Aber das mit dem Balance ist auch eine super Idee. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber macht Sinn, weil Balance steht eigentlich immer neben meiner Yogamatte. Ja, ich mag das sehr gerne. Ich habe das letztens mal ausprobiert. Ich mag echt Balance da auch sehr, sehr gerne. Sogar manchmal lieber als Lavendel, muss ich gestehen. Ja? Aber ich glaube, das ist dann auch so eine Geschmackssache. Wer mag was lieber oder was kann man mehr riechen? Ja? So, genau. Dann noch das, ich glaube, das kennen wir alle. Ich habe gestern so schöne Behälter gekauft. Ja, zeige ich euch später noch, was ich da gemacht habe. Ja. Und da hatte ich hier unten auch so ein kleines Klebeschild drauf, die einfach immer super überflüssig sind, aber sie sind da. Ja, und man kriegt sie sehr, sehr schwer runter. Einfach Lemonöl auf ein Stück Watte oder ein Stück einfach Tuch geben und damit über dieses Preisschild drüber gehen. Das löst sich super. Ja, wie gesagt, ich habe gestern 4 so Gläser gekauft und dachte mir wieder, super, ganz toll. Ja, schön die Klebedinger unten drauf. Ist ja okay, aber mit Lemon löst sich das super, super schnell. WC-Reiniger finde ich ganz, ganz wichtig, weil auch da, ich sag mal so, die ganze Bartgeschichte, ja, ist immer sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man da nicht unbedingt diese extrem ungesunden Reiniger nimmt. Ich kenne das, wenn ich da manchmal in meinem Bad das gereinigt habe und danach konnte ich da gefühlt selber nicht mehr reingehen, weil ich mir dachte, oh Gott, stinkt das hier, einfach nach diesen Mitteln, ich hasse es. Und so ist es einfach viel, viel angenehmer. Also ihr nehmt Natron und nehmt zum Beispiel 7 Tropfen Lemon oder auch Purify oder OnGuard, wie wir gerade schon gesagt haben, OnGuard ist natürlich auch desinfizierend, also das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Öl dafür und vermischt es und gebt es sozusagen in die Schüssel, verteilt es einfach so ein bisschen in der Toilettenschüssel und gebt dann Weingeist-Essig. Ich finde auch der weiße Essig ist auch super, den wir vorhin ja auch schon für die Beispiele genommen haben und so weiter. Das löst halt auch super so Kalkrückstände. Ja? Und den Essig dann sofort nachgeben und das Ganze dann einfach ein bisschen einwirken lassen. Also lasst es ruhig auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach mal so und putzt danach sozusagen mit der Bürste einfach auch schön nach. Und durch den Essig, wie gesagt, lösen sich da einfach auch diese Kalkrückstände, was ich manchmal sogar finde, dass es sich bei den Mitteln, die man jetzt aus dem DM hat oder so, also bei mir löst sich das teilweise nicht und setzt sich dann auch manchmal so ein dunkler Rand ab. Und mit diesem Mittel, also mit dem Essig, löst sich das unglaublich gut auf. Dann würde ich jetzt an die Oksana übergeben, die euch jetzt noch mal ein bisschen was zum Haushalt erzählt und dann auch ein bisschen schon ins Bad sozusagen übergeht. Und dann werde ich euch noch mal ein paar Sachen erzählen. Hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich. Das habe ich jetzt vorher nicht probiert. Hört mich? Hört man mich? Nein? Du bist ein bisschen leise. Also ich kann dich hören, aber nicht besonders laut. Ein bisschen laut reden. Jetzt bist du auch stumm. Kann sein, dass du jetzt durch den Kopfhörer, dass er die Verbindung jetzt verloren hat. Ich glaube, du musst aber einfach das Stummzeichen wegmachen. Unten links.
Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg, ja. Ich glaube, es liegt manchmal daran, wenn man einen externen, also wie den Kopfhörer dabei hat und den rausnimmt, dann ist das Audio abgebrochen. Jetzt nochmal, hört man mich jetzt? Also du bist sehr leise. Ich verstehe das jetzt nicht. So vielleicht besser? Ja, jetzt wird es besser ein bisschen. Ja? Ich habe jetzt mal... Also du müsstest auf jeden Fall ein bisschen lauter sprechen, glaube ich. Kein Problem, ich kann auch schreien, wenn es sein muss. Ist gut. Jetzt ist aber besser. Jetzt ja? ist es besser, okay. Ja. Also, hallo zusammen nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich mich eh aus dem Kopfhörer dann rausgeschmissen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu mir. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres schon mit dabei mit doTERRA. Dazu gekommen bin ich, weil ich etwas Natürliches Gewicht habe, was mir bei meinem regelmäßigen Herpes hilft, was ich immer wieder bekomme. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich richtig süchtig. Alles, was im Bad mit Körperpeeling zu tun hat, ist absolut meins. Also ich habe, glaube ich, jedes Gläschen wird von mir ausgewaschen und behalten, weil es könnte ja irgendwas ja noch da zusammenbasteln und zusammenrühren. Das mache ich sehr gerne. Das Desinfektionsspray, das habe ich auch immer in meine Tasche mit dabei. Das ist auch so eine kleine Glasflasche. Da mische ich mir das dann zusammen. Ich verschenke das auch ganz gerne, muss ich sagen. Und zwar kommt da Trägeröl rein. Da verwende ich uns von doTERRA das Kokosöl dazu, damit es dann halt auch nicht so stark fettet, wenn man jetzt normales Öl nehmen würde. Dann kommt On Guard und Lemon rein, also On Guard Öl und dann Lemon mit rein. Alles mit destilliertem Wasser dann auffüllen, mischen und wenn ich das in der Tasche habe und das rausnehme, auch einmal noch mal kurz durchmischen und dann direkt dann aufsprühen. Also ich finde, dass es auch vom Geruch her recht gute Laune macht. Ich mag das auch ganz gerne, wie es riecht. Und das ist keine Chemie, da ist kein Alkohol drin. Das tut meine Haut gut, also im Gegensatz zu anderen Desinfektionsmitteln. Also ich habe jetzt zum Teil auch schon Mädels gehabt, die von den Desinfektionsmitteln richtige Risse bekommen haben und Ausschlag an den Händen, weil man ja jetzt mittlerweile, egal wo man reingeht, muss man die Hände desinfizieren. Und da kann man natürlich mit dem Spray sich was Gutes tun. Genau. Als nächstes haben wir den Allzweckreiniger. Hier steht jetzt Glassprühflasche. Ich muss gestehen, ich hatte eine, die habe ich für den Aftersun hergenommen und habe noch das Spray, was ich zu Hause hatte, die Dose, habe ich sie einfach genommen und verwendet. Und zwar haben wir dort Lemon-Teebaumöl reingetan. Ich hatte kein Organ-Guard reingemacht, sondern wirklich Lemon- und Teebaumöl mit Wasser aufgefüllt und auch mit ein bisschen Essig, einem normalen weißen Essig. Und damit reinige ich meine Oberflächen zum Beispiel in der Küche. Also wenn ich am Abend noch die Küche zusammenräume, das tue ich ganz gerne, weil wenn ich in der Früh aufstehe, hasse ich es, wenn in der Küche alles rumsteht. Dann wird erstmal die Küche sauber gemacht und dann verwende ich den Reinigen einfach für die Oberflächen. Ich tue dann auch noch einen Tropfen vom Lemonöl in den Spülabguss rein. Das riecht dann auch sehr gut und löst dann halt auch diese unangenehmen Gerüche oder vielleicht auch Fett, was man vielleicht in der Spüle drin hat. Ist auch super, richtig super zum Reinigen. Ja, es wird auch richtig gut sauber auch. Für die Cerankochfeld zum Beispiel nehme ich das auch gut. Wenn was angebrannt ist, lasse ich das ein bisschen einwirken und dann abwischen. Also ich mag es sehr gerne. Okay, was haben wir dann? Eins, wo du unbedingt noch erzählen musst, ist das, was du mit deinem Auto machst. Ich finde es cool. Im Auto verwende ich, dann nehme ich, ich mag diese Stinkebäume nicht, weil die einfach zu intensiv sind. Dann nehme ich einfach so die Dinge, die man eigentlich die Ohren sauber macht
Und die letzten Male nehme ich mir einfach immer Wild Orange. Das tue ich einfach nur so einen Tropfen hier rein, bricht das und steckt das in die Lüftung dann rein, ins Auto, in die Lüftungsritze dann rein. Dann habt ihr einen super Duft und sehr angenehm und es stinkt halt nicht. Gell? Es riecht sehr gut. Man fährt gerne Auto dann. Also ich liebe das und vor allem ist es das Tolle, du kannst jedes Mal was anderes mitnehmen und meistens ist es ja so, ich habe ein kleines Täschchen, da habe ich meine Lieblingsöle eh mit dabei. Ich habe mir mittlerweile ein paar Dinge reingeschmissen und wenn ich im Auto bin, stecke ich das mit rein. ansonsten im Bad, ja, was verwende ich gerne im Bad? Körperpeeling. Es ist so, dass beim Körperpeeling mittlerweile mache ich verschiedene Sachen. Wenn man zum Beispiel wie hier mit Kaffeesatz arbeitet, ist der Kaffeesatz, kann man den nicht lange aufheben. Also 2 Tage, also am 3. Tag wird schon schwierig. Und am besten, wenn ihr mit Kaffeesud arbeitet, macht das dann, wenn ihr das Bad sauber machen wollt und nicht danach, weil es ist so richtig genial. Ich mache das ganz gerne mit dem Kaffeesud, ein Körperpeeling, was jetzt speziell für Orangenhaut, Zellulite ist. Und zwar einfach nur beim Kaffeesud. Da, Moment, das habe ich da jetzt kein Rezept aufgeschrieben. Aber da kommt einfach Kaffeesatz, 1 Esslöffel Kokosöl und 5 bis 8 Tropfen Grapefruchtöl. Das ist so, was ich gerade mache, wenn ich jetzt speziell für Zellulite-Behandlungen mache. Aber danach Bad putzen, also auf jeden Fall. Dieses Körperpeeling natürlich ist auch sehr lecker. Das verschenke ich auch gerne. Dann nehme ich aber statt dem Kaffeesud Epsom-Salz, weil das Epsom-Salz, finde ich im Gegensatz zum totes Meersalz, weicher ist und sich besser auflöst. Deshalb mag ich Epsom-Salz mehr. Und Epsom-Salz ist ja auch sehr reich an Magnesium. Also das ist dann wirklich auch etwas, was man gut für den Körper gebrauchen kann auch. Und diese Kombi mit Wild Orange, Geranium und Rosmarin, das riecht auch richtig, richtig lecker. Also da, wie gesagt, ich verschenke das sehr gerne. Und kriege ich dann immer ganz tolles Feedback und bitte noch mehr davon. Also Geheimzutat ist Rosmarin, finde ich. Da kommt keiner drauf. Aber das gibt so einen Kick. Das ist richtig gut. Ansonsten habe ich auch noch ein Peeling hier. Das habe ich mir mit Zitronella gemacht, weil es einfach hammermäßig riecht. Ich habe noch eins im Bad stehen mit Pfefferminz. Also ich bin süchtig nach Peelings, wie man hört. Das tue ich dann, finde ich, richtig geil, weil ich danach mich nicht eincremen muss. Der Duft macht einfach gute Laune. Ich tue meinem Körper was Gutes. Ich weiß genau, was drin ist. Ich verwende auch meistens Mandelöl, manchmal auch Kokosnussöl, also so richtiges Kokosfett. Verwende ich auch dann dazu. Und ich finde, dass man hier einfach ausprobieren kann. Wild Orange ist sehr gut. Wie gesagt, ich nehme Pfefferminz, wenn ich in der Früh das Gefühl habe, ich bin nicht richtig wach. Das macht richtig einen guten Kick, wenn man das mit Pfefferminz macht. Oder was auch sehr gut ist, Pfefferminz mit Epsom-Salz am Abend, wenn man so dicke Füße hat oder heiße Füße, ganz viel gelaufen ist, zum Abkühlen, zum Runterkommen, zum Erfrischen, ein kleines Fußbad oder ein Peeling dann auf die Füße nur machen, ist wirklich Hammer. Kann ich echt nur empfehlen. Genau. Was haben wir denn noch gemacht? Badesalz, das wolltest du dann zeigen, aber ich wollte noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich auch so ein kleines Glasfläschchen. Das ist mein Gesichtstoner, Gesichtswasser. Da habe ich jetzt auch das Hamelilliswasser reingemacht, destilliertes Wasser. Und ich verwende hier Lavendel und Copaiba. Ich liebe diese Kombination Copaiba und Lavendel. Das riecht einfach sehr
angenehm, das ist entspannt, das ist super für die Haut und liebe, liebe. Für alle, die das Produkt des Monats bekommen oder bekommen haben, das Niaoli oder wie auch immer man das ausspricht, das ist ja auch ein ganz tolles Öl für die Haut und das habe ich jetzt die letzten 2 Tage ausprobiert in meinem Toner. Das ist auch toll. Und vor allem, es riecht so ein bisschen wie Teebaumöl, aber es hat noch so was Frisches dabei. Für alle, die schon daheim haben, die wissen es. Das ist auch ganz toll für einen Gesichtstoner. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Es macht ganz feine Poren. Diffuser drin. Mhm. Ich diffuse es das gerade, weil auf emotionaler Ebene ist es richtig tolles Öl. Das ist richtig sehr toll. Gut. Das mit dem Öl des Monats finde ich sehr cool, weil ich war am Anfang auch so ein bisschen so, was mache ich damit? Ja, und diffusen tue ich, also ich habe sehr viel im Diffuser, finde ich mega, aber ich mache jetzt auch mal meinen Toner. Das ist nicht schlecht, ja? Sehr cool. Das ist total angenehm auf der Haut. Also ich war auch am Anfang so, mache ich damit? Ich habe jetzt auch im Diffuser so ein bisschen rumprobiert, aber das ist wirklich toll für die Hautpflege auch. Könnte ich mir sogar auch in einem Peeling gut vorstellen. Muss ich aber auch erst austesten, habe ich noch nicht gemacht. Ja, den Toner muss ich so neu machen, dann mache ich den Toner mal mit dem. Also was ich mache, ich habe keinen eigenen Toner im Moment, sondern ich habe jetzt neu getestet den von der Verage-Linie. Den hat Judith mir empfohlen oder benutzt den immer. Und ich mache dann einfach den Verage-Toner, sprühe ich auf so ein Mattepad und dann mache ich einfach noch 2 Tropfen Niaoli dazu. So mache ich das momentan. Cool. Ich tue im Moment ich habe einen Sohn, der ist 16 und da kommen so die ersten Pickelchen hier. Da kam er auch, Mama, was kann ich da? Gib mir was, es gibt bestimmt was. Da habe ich einfach Wattepad, das mache ich tatsächlich dann mit meinem Gesichtstoner und tue da aber auch nochmal Teebaumöl dazugeben. Und das nimmt er jetzt gegen so, ja, Pubertät, Pickelchen. Ach, sehr cool. So, dann würde ich mal weitermachen mit den, nach dem Peeling, jetzt haben wir Badesalz. Badesalz habe ich auch sehr, sehr früh, gleich im Januar ausprobiert. Das habe ich mich zum Geburtstag von der Patricia geschenkt bekommen. Und ich habe es da, also mit Epsom-Salz und ich weiß gar nicht, was sie alles drin hatte, aber was sehr schön ist, ist die Mischung Lavendel, Ylang Ylang, Bergamott, Rosmarin, Eukalyptus und Zypresse. Und dann kann man, weil ihr seht gerade auch auf diesem Foto, das hat natürlich eine leicht blaue Farbe, was natürlich lila-blau, was natürlich sehr, sehr schön ist, weil es dann so ein bisschen nach Lavendel aussieht. Das habe ich damals eben von der Patricia auch bekommen und war so, das Lavendelöl ist doch nicht blau. Wieso ist es blau? Ja, sie so, ja. Also sie hat ein bisschen Lebensmittelfarbe reingemacht, finde ich halt zum Beispiel als Geschenk natürlich super schön, damit es auch ein bisschen ja, ansprechend aussieht und eben, ihr seht auch so ein paar Blüten mit drinnen. Das habe ich jetzt letztens auch schon verschenkt. Das ist natürlich, ich finde immer so ein super Geschenk für Mädels besonders. Ja, die lieben sowas und dann kann man auch mal so ein Badesalz oder ein kleines Peeling schenken und so weiter. Zu den Peelings, ich habe nämlich auch gestern mein hier mit Kaffeesatz das Peeling gemacht. Das war echt richtig, richtig gut. Ich habe das erste gemacht mit Geranium und Rosmarin und Wild Orange und es riecht einfach unglaublich gut. Ich liebe es. Ja, das mit dem Bad putzen kann ich bestätigen. Man sollte danach vielleicht das Bad putzen. es ist echt ein bisschen, ja, klar, ist halt Kaffeesatz, ja, aber kriegt man auch wieder weg. Und die Haut ist danach einfach super, super weich. Und dann natürlich noch so ein Bad, auch sehr gut. Ich bade auch immer sehr gerne auch mit dem Balanceöl. Also das finde ich bei sowas auch immer sehr gut drinnen, wenn man einfach sagt, man braucht so ein beruhigendes Bad. After Sun. Momentan, glaube ich, ganz, ganz wichtig, jetzt egal, ob man vielleicht auch irgendwie einen Sonnenbrand hat oder nicht, aber oft ist ja die Haut trotzdem auch gerötet und man hat an bestimmten Stellen Sonnenbrand. Das Beste da ist auf jeden Fall Aloe Vera Gel, da habe ich auch wieder von Nessens das bestellt, auf Amazon, also das ist eigentlich immer dieselbe Firma, ja. Dann Vitamin E Öl und fraktioniertes Kokosöl, wie gesagt, kaufe ich beides auf Amazon, fraktioniertes Kokosöl gibt es aber auch bei doTERRA. Und dann Lavendel, Pfefferminz und Frankincense, also Weihrauch. Lavendel ist einfach für, dass die Haut sich beruhigt, eben wenn man auch gerötet ist, ein bisschen Sonnenbrand hat, beruhigt sich das sehr, sehr schnell. Pfefferminz ist dafür da, dass die Haut sich auch wieder kühlt, weil wir wissen alle, da glüht man dann so ein bisschen und ist so ein bisschen, der ganze Körper ist warm. Und Frankincense, also Weihrauch, ist dann für den Zellaufbau, weil ja auch die Zellen so ein bisschen, ja, verletzt werden, wenn man jetzt einen Sonnenbrand hat. Ich muss sagen, ich habe das letzte Woche benutzt, ja, und der Sonnenbrand ist einfach unglaublich schnell weggegangen.
Hatte ich ehrlich gesagt noch bei keinem After Sun Aloe Vera Gel. Das war einfach innerhalb von einem Tag, also wie ich in der Früh da aufgewacht bin, war es eigentlich fast schon wieder weg. Und ich hatte halt keine Schmerzen. Ganz wichtig, ja. Weil ich hatte an bestimmten, also ich hatte wirklich hier vorne und so weiter in dem Dekolleté und so. Und ich hasse es, wenn es dann richtig wehtut mit den Klamotten, aber es war echt, ja, am nächsten Tag schon wieder weg. So, dann Reinigungscreme. Also wenn ihr auch mal sagt, ihr möchtet, also ich habe zum Beispiel jetzt immer einen, so einen Reinigungsschaum gehabt, bevor ich die Öle hatte. Der war super gut, ja, ist aber natürlich auch nicht, als ich denke, so ist es natürlich gesünder, wenn man den selber macht. Ich probiere den jetzt auch erstmal aus. Ich habe den jetzt heute schon mal benutzt. Ist was anderes, ja, ist ein bisschen anders, weil es natürlich, wie ihr seht, eine Tonerde ist. Also daher ist es einfach, wenn ihr den anwendet, mit Wasser einfach ein bisschen mischen und das Gesicht damit waschen. Es ist ein bisschen anders, aber ich habe danach ein super weiches Gesicht gehabt, ja, also von der Haut her. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen mehr gleich gemacht, also habe das hier in dieser großen Ding hier reingefüllt und habe es dann aber auch abgefüllt in so eine kleine Flasche, wo ich dann auch, also so, das ist so ein Plastikteil sozusagen, gibt es im DM, wo ihr dann sozusagen einfach für den täglichen Bedarf da ein bisschen was rausdrücken könnt, damit ihr da nicht immer in dieser Dose rumfuchtelt sozusagen mit den Fingern, dann ist das eigentlich da ganz gut. Und dann nehmt ihr Tonerde, 7 Esslöffel, dann 2 Esslöffel Wasser, 2 Esslöffel Honig und das Ganze mischt ihr, bis es richtig cremig ist. Ja, wenn ihr merkt, es ist noch nicht so richtig cremig, dann kommen jetzt auch nochmal Öl mit dazu. Also ich habe jetzt zum Beispiel Jojobaöl genommen, ihr könnt aber auch natürlich Mandelöl nehmen und sowas in die Richtung. Und wenn ihr merkt, die Cremigkeit ist noch nicht wirklich so da, dass ich das jetzt nehmen würde, ja, dann gebt nochmal ein bisschen Wasser mit rein oder nochmal ein bisschen Öl. Ich habe das vorhin auch so ein bisschen nach Gefühl gemischt. Ja. Und dann ist wieder so 3 bis 5 Tropfen, entweder Weihrauch, Geranium oder auch Copaiba. Das ist auch wieder so eine Sache, wie ihr gerade gehört habt. Ich meine, jeder, also ich nehme für meinen Toner zum Beispiel, kommt auch gleich noch, nehme ich zum Beispiel Weihrauch, ja. Ich werde jetzt auch mal das neue Öl benutzen. Jetzt die Oksana nimmt eben auch Copaiba und Lavendel. Das heißt, da ist immer so ein bisschen das Gefühl, was riecht ihr denn sehr gerne? Copaiba ist sehr, sehr beruhigend. Weihrauch ist auch zellregenerierend und aufbauend und hat auch einen Anti-Aging-Effekt. Und Geranium ist halt auch, wenn ihr ein bisschen unreinere Haut habt, sehr, sehr gut. Also daher einfach mal ausprobieren, was für euch da gut ist. Das Ganze kann man aber auch nicht nur als Reinigungscreme nehmen, sondern auch als so eine Art Schlammmaske. Das heißt, wenn ihr das einfach aufs Gesicht auftragt, 20 bis 30 Minuten einwirken lassen, ist auch unglaublich gut für die Haut. Habe ich vorhin auch gleich probiert. Ja. Genau, Gesichtstoner haben wir jetzt gerade schon drüber geredet. Hammer-Meleswasser, wieder Amazon von Essence. Das habe ich, also da bestelle ich dir das Hammer-Meleswasser. Dann destilliertes Wasser. Ich mache das immer ehrlich gesagt so halb-halb. Ich nehme da auch immer so kleine Fläschchen. Das sind keine Sprühflaschen, sondern halt die oben offen sind. Aber ich nehme immer so kleine Fläschchen. Und dann ist auch wieder die Sache eben, wie ihr gehört habt. Ich nehme Weihrauch am liebsten. Ja, man kann Lavendel und Copaiba mischen. Man kann nur Lavendel, nur Copaiba nehmen. Oder jetzt eben auch das Öl des Monats. Also da ist so ein bisschen, ja, versucht euch da mal durch und guckt mal, was auch für eure Haut gut ist. Ich nehme zum Beispiel Lavendel wirklich nur, wenn ich ein bisschen unreinere Haut habe. Aber das ist halt jeder, wie er es gerne mag. Ja. Das Copaiba und Lavendel, die Mischung muss ich echt mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Das probiere ich mal. Genau, also das heißt im Prinzip, als erstes reinigt ihr natürlich euer Gesicht, dann kommt der Gesichtstoner drauf, ja, um es nochmal schön abzureinigen sozusagen und die Poren ein bisschen zu öffnen. Und dann kommt im Prinzip die ganz normale Tagescreme oder abends auch eine normale Creme oder auch ein Serum. Ich nehme super gerne dann auch das Yarrow Pom Serum und gebe dann oft einfach noch meine Tagescreme drauf. Die mache ich dann auch in der Früh zum Beispiel Yarrow Pom erst drauf, kurz 15 Minuten einziehen lassen und dann Geranium mit meiner Creme noch drauf, sozusagen als Morgenpflege. Das habe ich gefunden und fand es super, super interessant und finde es echt cool, weil man es ja oft auch kauft, ja, und Lippenpeeling mache ich jetzt auch öfter, finde ich sehr, sehr gut, weil besonders jetzt auch im Sommer, ich hatte letztens wie einen Sonnenbrand auf den Lippen und die haben sich dann komplett geschält und das nervt ja auf den Lippen und da ist so ein Peeling wahnsinnig gut. Dann nehmt ihr einfach Kokos- oder Jojobaöl oder auch Mandelöl, also diese fraktionierten Öle und ein bisschen Honig dazu und ihr müsst es dann über so einem, also ihr müsst es sozusagen alles mischen, also das Öl, den Honig und dann auch natürlich das Pfefferminzöl. Pfefferminz belebt die Lippen und rührt es unter, bis sich auch der Honig aufgelöst hat, also erst bis es so eine richtig schöne Masse ist und dann den Zucker drunter mischen. Und dann könnt ihr das einfach auch in ein luftdichtes Gefäß füllen und das ein bisschen aufheben. Also ihr müsst es nicht jedes Mal neu machen, sondern könnt es sozusagen auch für mehrere Behandlungen machen.
Und dann einfach mit dem Finger auf die Lippen und einfach kreisförmig so ein bisschen einmassieren und dann abspülen. Ja, durch den Zucker macht es natürlich auch so ein kleines, ja, so ein kleines, also ist sozusagen das Peeling ist der Zucker sozusagen auch. Ja. Und da gehen dann auch diese kleinen Hautschüppchen weg und so weiter und belebt einfach die Lippen unglaublich. Und dann, danach natürlich der Lippenbalm. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel einen eigenen Lippenbalm machen wollt, dann nimmt man auch Kokosöl, also auch das Fraktionierte, dann aber Shea Butter und Bienenwachs, was ja so ein bisschen fester ist, und dann auch Pfefferminz drauf. Pfefferminz, wie gesagt, ist auch für die Lippen unglaublich belebend. Ich habe letztens auch so einen kleinen Lipgloss mit Pfefferminz gemacht und Weihrauch, ja, in so einen kleinen Roller. Und das pflegt die Lippen unglaublich. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte aber in meinen Lippenbalm auch so ein bisschen Farbe mit reinbekommen, könnt ihr so ein bisschen was von eurem Lidschatten oder auch von einem Lippenstift reinbröseln. Ja. Also Lidschatten funktioniert ganz gut und rührt es mit rein. Und dann hat es sozusagen auch eine leichte Farbe, wenn ihr da ein bisschen was mit reinbringen wollt. Ja. Das Wichtige ist, ihr müsst das Kokosöl, Shea Butter und Bienenwachs in so einem kleinen Wasserbad leicht erhitzen. Also jetzt nicht kochen lassen, aber es muss sich erhitzen. Es muss richtig weich werden und muss schmilzen. Und wenn es dann richtig flüssig ist, dann das Pfefferminzöl mit dazugeben, rühren und dann auch wieder so ein kleines Aluminiumdöschen oder so reingeben und am besten in den Kühlschrank stellen. Dann ist es am schnellsten sozusagen zur Nutzung bereit. Ja? Und dann bleibt es ja auch so. Das ist ja wie bei jedem Lipbalm eigentlich. Wenn ich ihn jetzt in der Sonne stehen habe, dann löst er sich sehr schnell auf, aber wird dann auch wieder fest. Und das ist das Gleiche mit dem natürlich auch. Genau, dann eine Haarkur mag ich unglaublich gern. Ich nehme da immer ein Trägeröl, am liebsten Kokosöl. Das hat auch damals mein Friseur mal gesagt, wo ich die Öle noch gar nicht hatte. Der hat immer zu mir gesagt, nimm einfach Kokosfett und tu dir es in die Haare. Das ist das Beste, was du für deine Haare machen kannst. Das sättigt sie unglaublich und regt auch so ein bisschen den Wachstum der Haare an. Und er hat immer gesagt, da brauchst du keine große Kur, die irgendwie einen Haufen Geld kostet. Und jetzt gebe ich Pfefferminz, Lavendel und Weihrauch mit rein und oft auch noch Rosmarin. Ja? Und das ist wirklich, also ich merke, dass meine Haare mehr wachsen. Also ich habe mittlerweile auch hier oben so kleine Mini-Härchen, weil irgendwie meine Haare am ganzen Kopf anfangen zu wachsen und neu rauszukommen. Das ist sehr faszinierend, weil ich habe eigentlich so ein bisschen dünnere Haare und jetzt kommen da immer mehr. Sehr gut natürlich, ja, und das lässt auch die Haare so ein bisschen schimmern. Also ich mache das jetzt schon seit eigentlich, ja, so Dezember und mein Friseur hat dann irgendwann auch gemeint, was machst du eigentlich mit deinen Haaren? Irgendwas ist anders. Und ich so, tja, ätherische Öle, ja. Und er glaubt da mittlerweile auch wirklich dran und ich nutze das, ja, ich sag mal so, 1 bis 2 Mal die Woche tue ich die Haarkur schon drauf, wenn ich Zeit habe. Und wenn sie manchmal auch nur 10, 15 Minuten einwirkt, ist das schon super. Ich gebe die auch immer stark auf die Kopfhaut und dann in die ganze Haare, sodass die Öle einfach auch auf die Kopfhaut kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die sehr gut tut. Ich wasche dann auch immer die Haare mit Öl. Das heißt, ich gebe in mein Haarshampoo Rosmarin rein oder Pfefferminz. Rosmarin, wie gesagt, finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache für die Haare. Und ich habe halt natürlich, also ich habe ein Haarshampoo, das ohne alle Paraffine und so weiter, also keine Giftstoffe drinnen sind und so weiter. Und gebe dann, wie gesagt, ein bisschen Öl mit rein und wasche mir dann sozusagen die Haare. Lass es auch mal so ein paar Minuten einwirken. Da merkt man bei Pfefferminz, dass es sehr zu prickeln anfängt. Bei Rosmarin, finde ich, merkt man es auch ein bisschen. Und ich finde, es riecht einfach unglaublich gut. Und wenn ich dann irgendwo hingehe, sagt jeder, was riechst du denn? Ne? Und danach sprühe ich auch immer, ich habe da noch so ein Spray, wie gesagt, es ist unendlich, was man da echt machen kann. Ich habe so ein Spray mit destilliertem Wasser, wo ich auch nochmal Rosmarin, Pfefferminz, Lavendel und Weihrauch drin habe und das sprühe ich mir nach dem Haarewaschen auf die Haare, wo viele ja sagen, okay, das ist unlogisch, du wäschst deine Haare und dann spritzt du Öl drauf. Ja? Aber dadurch, dass die Öle ja 100% rein sind, sind die ja nicht ölig. Also jeder von euch, der die Öle schon hat, der weiß das. Wenn man diese auf die Hand gibt, die sind ja nicht, also es ist ja kein öliges Öl in dem Sinn, weil die ja mit keinem Öl, also keinem Kokosöl oder so gestreckt sind. Und daher könnt ihr die auch wirklich einfach auf die Haare danach sprühen und habt einen super, das fühlt sich super, super gut an und es riecht dann natürlich auch gut. Ja? Ich finde das sehr, sehr angenehm. Ja? So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier zurückkomme. Ich mache dann auch am Abend noch oft Lavendelöl einfach auf den Kamm drauf und tue meine Haare einfach kämmen. Das ist halt auch beruhigend und das ist auch super gut. Also auf so einen Holzkamm und einfach durch die Haare gehen, das ist auch richtig schön. Pflegt und beruhigt.
zum Schlafen vorbereiten. So, ist der Bildschirm jetzt wieder weg? Noch da. Ah. Jetzt. Jetzt. So, geschafft, ne? Genau, also wie ich schon gesagt habe, es gibt einfach unglaublich viele Rezepte und man sollte vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren und mal gucken, was man selber gerne hat, was einem selber gut tut, ja, und vielleicht gehen wir auch nochmal in den nächsten Monaten vielleicht auch nochmal tiefer in das Gebiet rein, dass man sagt, welche Putzmittel, was kann man da vielleicht noch im Haushalt machen, weil ich probiere ja auch immer, ich gehe dann immer wirklich ins Internet und google nochmal oder schaue auf Pinterest, gibt es auch mal ganz schöne Rezepte, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ich will meine Fenster putzen oder irgendwelche Spiegel oder sowas, dann gucke ich halt nochmal und wie gesagt, da kann man auch nochmal tiefer in die Themen reingehen und sich nochmal mehr Rezepte raussuchen, das können wir nochmal machen und auch was finde ich noch extremer ist, ist dieses Thema Bad, einfach die Hautpflege, was kann ich da alles machen? Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Sachen. Mit Patricia hat schon gesprochen, da können wir überlegen, nächsten Monat nochmal einen Hautcall sozusagen zu machen. Was kann ich alles für die Haut tun, auch am Körper, im Gesicht und so weiter. Da kann man, wie ihr schon gesehen habt, ja unglaublich viel machen. Und ja, das werden wir dann wahrscheinlich auch mit Rezepten hinterlegen, weil ich finde es natürlich immer schön, wenn man gleich so jetzt was dazu hat, was man auch machen kann, was man direkt heute Morgen, übermorgen umsetzen kann. Ne? Ich finde gerade bei dem Hautthema ist es ja echt so, also wir sprechen ja von natürlichen Ölen und von Pflanzen und alleine das, weil man sich so ein bisschen mit Naturkosmetik beschäftigt, weiß man ja schon, also ich glaube, es gibt nicht viele doTERRA-Öle, die sich nicht für die Hautpflege eignen. Also wenn ihr schon mal so ein bisschen auch eingelesen habt, dann lest ihr wahrscheinlich bei jedem zweiten Öl, dass es ein tolles Hautpflegeöl ist und das stimmt tatsächlich auch. Also auch so diese ganzen holzigeren, so wie Zedernholz, also Cedarwood oder auch Myrrhe zum Beispiel, ist ja auch ganz toll, wenn man so ein bisschen entzündete Stellen hat. Strohblume, also Helichrysum ist auch toll. Also da kann man, glaube ich, wenn es so um Toner und so geht oder Gesichtsserum, da kann man, glaube ich, alles ausprobieren, je nach Hautbedürfnis. Und so muss man vielleicht auch mal ein bisschen schauen, was man selber gerade so für ein Hauttyp ist. Aber da könnt ihr wirklich unendlich viel ausprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es letzten oder vorletzten Monat war, war ja Palma Rosa, auch das Öl des Monats, das ist auch ein super tolles Öl für die Hautpflege. Also da ist es wirklich, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mir ist noch was eingefallen, was ich letztens probiert habe und es war wirklich mega. Teebaumöl, also Melaleuca, ein Tropfen bei den Schnittblumen, wenn man die kauft, da ist ja doch meistens so eine, die geben doch meistens einem so eine Tüte dabei. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Tütchen ist. Irgendein Zeug, das die Blumen länger halten sollen. Ich nehme das meistens nicht mit, weil ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe es irgendwo gelesen, habe das ausprobiert. Ein Tropfen Teebaumöl ins Wasser bei den Blumen rein. Die sind ewig gestanden. Das war richtig klasse. Ich probiere jetzt auch meine Pflanzen damit zu gießen, mit Teebaumöl Tropfen ins Wasser rein. Wenn es für Schnittblumen funktioniert, funktioniert das für die Pflanzen, Topfpflanzen bestimmt auch. Das werde ich auch mal probieren. Dann kriege ich nicht immer gesagt, dass ich keinen grünen Daumen habe. Dann ja. Das mit dem Teebaumöl habe ich auch gelesen und ich meine, ich hatte das auch für Palma Rosa gelesen, dass man das auch in die Blumen reinmachen kann. Also da kann man, glaube ich, auch, also das wäre vielleicht sogar nochmal so ein separates Thema, weil es gibt ja auch sogar gegen Schnecken und also für alles Mögliche im Garten. Ich glaube, Oksana, du hast auch schon mal so ein bisschen angefangen zu experimentieren. Das ja. ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Da kann man natürlich auch super viel machen, glaube ich. Ja, ich habe auch schon mal gelesen, gegen Ameisen und sowas gibt es ja auch was. Das heißt, ja, wie schon gesagt, ich glaube, da haben wir noch ganz viele Themen, die wir die nächsten Monate machen können, weil ich finde das Thema super interessant mit Blumen, mit diesen ganzen gegen Schnecken, gegen Ameisen, gegen alles Mögliche und so weiter. Und was ich auch noch gerne nächsten Monat, was wir auch machen würden, ist sowas wie Erkältungen, was mache ich denn bei den verschiedenen Symptomen und so weiter. Also ich glaube, wir haben noch ganz, ganz, ganz viel Platz für die verschiedensten Themen. Ja. Aber das mit dem Teebaumöl werde ich gleich machen. Ich werde jetzt mal kurz meine Gießkanne tun und mal gucken, damit ich vielleicht in ein paar Tagen ein Lob bekomme, wie meine Pflanzen aussehen. Ja. Also bei Schnittblumen hat es auf jeden Fall funktioniert. Mein Zitrusbäumchen auf dem Balkon, da war meine Schwiegermutter total begeistert, hat gesagt, wie hast du es hingekriegt, dass es so grün ist? Da sagt, okay, ich gebe die Teebaumöl, hat gesagt, probier das in einem Topf und im anderen nicht. Schauen wir mal, ob es bei dir auch funktioniert. Ja, sehr cool.
Ja, perfekt. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen von euch? Ihr könnt euch auch sehr, sehr gerne laut stellen und mal direkt die Frage stellen oder gerne in den Chat, wie es euch lieber ist. Bis jetzt nicht. Dann genau, also ich schreibe euch auch gerne unten nochmal mein Instagram oder so rein. Das heißt, ihr könnt dann auch sehr, sehr gerne mir nochmal schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dann können wir auch gerne nochmal sprechen. Und wie gesagt, da gibt es ganz, 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 ganz viele Rezepte und Sachen, die man machen kann. Also daher, ich glaube, da ist, wie die Patricia schon gesagt hat, ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und da können wir noch einige Calls drüber machen, ja. Perfekt, jetzt ist auch schon fast eine Stunde, ja. Wenn keine Fragen sind, würde ich das Ganze dann auch beenden und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr, wie gesagt, auch wenn ihr irgendwelche Rezepte, ich habe auch gerade gelesen, ein, zwei Rezepte sind, glaube ich, konntet ihr nicht ganz abfotografieren, schreibt mir einfach nochmal kein Thema, dann schicke ich euch das einfach das Foto nochmal durch. Also daher keine Stress, das kriegen wir alles hin. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Danke, schönen Abend. Danke, ciao. Euch, habt ihr toll gemacht. Danke.